Hallo ihr Lieben. So, jetzt ist die 28. Woche schon so ziemlich rum und es wird dringend Zeit für mein Update. Aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig so schwer gebacken, wie ich es gerne hätte. Und dann ist es schon draußen dunkel und das mit der Ausleuchtung dann wieder und ach, ist die Jahreszeit ist echt ungeeignet fürs Videodrehen. Naja. Ja, seit dem letzten Video sind jetzt... wann war das? Zu Weihnachten? Naja. Nee, 24. Dezember hatte ich meinen Ultraschall und das Video habe ich dann, ja genau, am 24. Dezember gemacht. Und da war ich, 25. Woche, 27. Woche, oh Mann, ich bin verpeilt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich jetzt 28. Woche, so viel weiß ich. Ja, und mir geht's gut, der Bauch ist wieder gewachsen. Seit dem letzten Mal. Zeige ich euch. So. Also, der Fundus sitzt jetzt schon hier oben unterm Rippen. Die füllen also alles aus, hat man das Gefühl. Und mal gucken, was der Umfang heute macht. Auf jeden Fall. Ja, ist schon ziemlich groß, größer als sonst. Und jetzt weiß ich endlich auch warum. Und da sind wir heute bei... Naja, so. Oh ja. 1,5 Meter. Also die 1 Meter Marke ist gut geknackt. Noch habe ich keine Streifen. Ich bin mal gespannt, ob ich welche kriege. Also in den anderen Schwangerschaften habe ich keine Streifen gekriegt. Außer in einer hier bei meiner Blinddarmnarbe. Mal gucken, wie das diesmal wird. Weil der Bauch wird ja erwartet, dass er größer wird. Bin ich mal gespannt. So. Das war der Bauch. Ja, sonst hat sich nämlich nicht viel verändert, ne? Außer dass der Bauch größer geworden ist. Und das wird zwischen das zwei sind. Und da... hat die Planung eingesetzt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir ein größeres Auto brauchen. Man könnte zwar noch Sitz-Einsitz oder dann eine Sitzbank einbauen in VW-Bus hinten, aber wenn man das macht, dann gibt es kein Gepäckraum mehr. Also kein Platz für Kinderwagen, kein Platz für Einkäufe. Man kann die zwar irgendwo zwischen die Sitzbänke schieben, aber Kinderwagen nicht. Und Urlaub fahren ist dann auch nicht. Also... und dann ein größeres Auto her. Wir haben einen Sprinterprobe gefahren. Und der war auch gar nicht so schlecht. Da ist mir nur der Gepäckraum eigentlich zu klein. Und dann gibt es das zwar auch ein größer, nur das hat dann kein Allrad. Mein Mann will ja unbedingt Allrad haben. Also, mal gucken. Sehr gut versteckt spielen. Mama, hier sitze ich und Kiran. Ich sitze ganz hinten in der Mitte. Achtung! Hier kommt jemand! Der hat einen großen VW-Bus! Ist der besser? Ja. Mama, ich will auch einmal mitfahren. Wir fahren ja heute noch zu. Spielplatz benutzen. Da will ich hin. Crafter hat er auch noch im Visier, aber da konnte ich noch nicht rausfinden, wie viel Gepäckraum der noch hat und wann den wohl sitzen tut. Also keine Ahnung. Ja, und einen Kinderwagen habe ich schon. Ich bin ja sonst nicht so der Kinderwagen-Freak, aber diesmal mit zweien habe ich gedacht, dass das vielleicht doch eine ganz gute Idee ist.
da habe ich von einer Freundin so einen TFK Twin Trail, heißt der glaube ich, bekommen. Du kannst es denn einfach an Beistelle. Da steht immer. Ach, du blockierst den da oben? Ja. Das ist ja natürlich praktisch. Da musst du dich mit dem Fuß da irgendwie da irgendwo da unten rumtrappeln. Ja. Der ist wohl so einer von den Besten, sagen alle Zwillingsmamas. Ich muss mich mal drauf verlassen, was die anderen alle sagen, weil ich habe keine Erfahrung. Ne? Ich habe 6 Kinder, aber ich habe keine Erfahrung. Die Freundin hat auch vor 5 Wochen erst ihre Zwillinge gekriegt und den Wagen benutzt sie nicht wirklich, weil der bei ihr nicht ins Auto passt. Aber wenn wir ein Auto haben, wo der reinpasst, dann ist der schon ziemlich gut. Also der, ich habe den Probe gefahren, der fährt sich schon. Und dann klebst du die Dinger einfach so ein. Ja, das sieht ja einfach aus. Dann kannst du ohne nochmal alles nein schwarz machen. Ja, der fährt sich auch gut. Gut, ja, ja. Man halt irgendwie anhängen. Du musst dann so für quer? Warte mal, was macht. Man stellt einen Senk. Nee, wa? Senkrecht? Nicht auf die Straße. Du kannst aber gerne runter, aber nicht auf die Das ist schwierig, oder? So rein, so geht er zwischen gleich. Ja, es passt rein, nur dann ist der Kofferraum voll, wa? Und von ihr habe ich auch Klamotten gekriegt und ich kann auch noch mehr Klamotten kriegen. Und ein Stillkissen habe ich von ihr gekriegt. Ich habe mehrere. Und dieses schicke Teil, das legt man sich dann so drum. Und dann Baby rechts, Baby links. Und dann soll das mit dem Stillen funktionieren, hoffe ich mal. Parallel stillen. Habe ich bis jetzt immer gemieden, weil ich mochte das eigentlich nicht, wenn zwei an meiner Brust gleichzeitig trinken. Aber es scheint wohl sinnvoll zu sein, um sich dann ein bisschen Nachtschlaf damit zu sichern. Und den kann man ja mit einem Baby schon gut gebrauchen und mit zwei, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ja, und was ich diesmal auch wieder machen will, aber wo ich jetzt zwei davon brauche, ist das Cradleboard. Das kennt hierzulande keiner. Aber ich hatte mal so eine Ausprobierphase. Und da habe ich aus allen möglichen Kulturen ausprobiert, was man so gemacht hat, um sich die Babyzeit zu erleichtern. Und das hier ist ein Navajo Cradleboard. Also ein Wiegenbrett von den Indianern in Nordamerika, von den Navajo in dem Fall hier. Das habe ich gebraucht, irgendwie übers Internet gekriegt. Das ist schon über 70 Jahre alt und aber ein Original. Da gehört eigentlich noch so ein Bogen hier dran, den habe ich abgemacht, weil den fand ich unpraktisch. Ich habe das auch nicht benutzt, um das irgendwie so aufrecht zu stellen, wie man das auf vielen Fotos sieht, sondern aber es ist halt super praktisch, weil da kommt natürlich noch eine Matratze drauf und überhaupt, das ist nur das Grundgerippe. Aber da wird das Baby drauf gepuckt, das ist wie so ein Puckbrett. Und da schläft es halt super gut drin. Und dadurch, dass es halt ein Brett ist, kann man es einfach wegtragen. Also man kann das Baby schlafend überall hintragen, ohne dass es wach wird. Und man kann auch über das Kopfende so ein bisschen hochstellen, wenn die Nase verstopft ist oder wenn das Baby ein Spuckkind ist. Das ist also super praktisch. Und man kann es auch da drin in Schlaf schuckeln und dann einfach blub, weglegen. Und das möchte ich gerne in doppelter Ausführung. Und da habe ich einen Freund angeheuert, dass der mir 2 von der Sorte macht, die ein bisschen kürzer sind, weil ich finde die Länge, also hier oben so 10 cm kürzer, würde für mich reichen. Und wenn das Ganze nicht so in 2 Brettern kommt, sondern in einem Stück, finde ich das glaube ich auch noch besser. Dann klappert es nicht so und ist stabiler. Ja, und davon 2, ich denke mal, das wird ganz nützlich mit 2 Kindern. Das hat mir jedenfalls schon viele gute Nächte beschert mit einem Kind. Also wird das mit 2 sicherlich auch funktionieren. Ja, und
ansonsten gibt es noch so ein paar andere Überlegungen. Ich gucke mir dann YouTube-Videos an von Zwillingsmamas, was die so haben. Das sind meistens Videos aus den USA und dann sind da Sachen, die gibt es bei uns gar nicht und ist schwierig zu kriegen. Also ich bin noch so am, ich weiß ja nur hypothetisch, was hilft, um die erste Zeit zu überleben. Also bin ich noch so am recherchieren, was ich am Ende da haben will und brauche. Und wahrscheinlich ist es am Ende doch wieder ganz anders, aber naja, man macht sich halt so seine Gedanken. Ja, die Frage, die ihr am häufigsten gestellt habt, war, glaube ich, ob ich wieder eine Alleingeburt mache und ob ich wieder filme. Ja, also im Herzen bin ich schon ein Alleingebärer. Ne? Es fühlt sich irgendwie richtig an für mich, für meinen Weg. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand anders dabei ist, eine Hebamme, also jetzt irgendjemand, der eine Freundin ist oder sowas, habe ich gar kein Problem. Aber wenn jetzt jemand anders dabei ist, der die Verantwortung übernimmt, habe ich das Gefühl, dass jemand, der mir die Verantwortung abnimmt, mir auch Kraft abnimmt. Also das zieht irgendwie mir Kraft, die ich brauche und die ich behalten will, um gut gebären zu können. Und deswegen, wenn alles gut aussieht, dann mache ich es wie immer, nur eben zwei. Was ich natürlich nicht jetzt so mit Scheuklappen auf einfach mache, sondern ich informiere mich natürlich speziell zu Zwillingen und den Risiken und so weiter und so fort. Aber ich weigere mich, die Angstschiene für mich anzunehmen. Also, was ich auch ganz oft aus euren Kommentaren lese, ist Angst. Und diese Gesellschaft ist so angstinfiziert, wenn es um Geburt geht. Und speziell, wenn es um Zwillingsgeburten geht oder wenn irgendwas ein bisschen abweicht. Und das ist nicht, also mit Angst kann ich nicht. Angst muss draußen bleiben. Was nicht heißt, dass ich blind einfach irgendeinen Scheiß mache. Nein, das heißt, dass ich mich gut informiere, aber dass ich im Vertrauen agiere. Weil wenn man das sich ganz normal rational anguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge, die gut liegen und wo alles läuft, wie es soll, dass die ganz normal geboren werden können ohne Komplikationen, die ist doch ziemlich groß. Größer als die, dass es Komplikationen gibt. Also rein rational betrachtet kann man Vertrauen haben, dass es gut wird. Und muss nicht sich in der Angst verrennen an dem kleinen Prozentsatz, der nicht gut wird. Das ist einfach unlogisch. Ne? Also wenn man das von der logischen Seite aufzieht. Aber Angst hat so ihre eigene Logik. Aber da, also es ist nicht so, dass ich keine Ängste kenne, aber ich entscheide mich zu vertrauen. Und ja, und dann gehe ich einfach diesen Weg und werde natürlich auf was passieren könnte und so weiter vorbereitet sein. Und vielleicht muss ich meinen Weg ändern, wenn irgendwie ich merke, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber mal gucken. Also ich hoffe, dass ich meinen, also Potenzial, was man hat, ist der eigene Körper und die eigene Gesundheit. Und je besser die sind, da sind schon viele Komplikationen, die in der Zwillingsschwangerschaft häufiger auftreten, die man damit im Griff halten kann, wie eine Schwangerschaftsvergiftung oder Frühgeburtsbestrebung. Also je kräftiger, stärker der Körper ist, die Schwangerschaft auch mit Zweien zu tragen, umso weniger Komplikationen zu erwarten. Und wenn meine Rechnung aufgeht, muss ja nicht, aber ich bin überzeugt davon, dann kommen die nicht zu früh, dann kommen die irgendwann um den Termin rum und dann werden die einfach ganz normal geboren. Aber ich bin mir natürlich auch aller Wenns und Abers bewusst und habe meinen Plan B für den Fall, dass es nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Aber da sind auch noch nicht alle Messen gesungen und alles gesagt. Ich treffe mich jetzt am Wochenende mit der Hebamme, die ich kenne, und dann quatschen wir eine Runde und mal gucken, was die so dazu sagen kann, Schlaues. Das ist immer sehr spannend, die Erfahrung von Leuten daran teilzunehmen, die so halt richtig Erfahrung haben und nicht nur halt Krankenhauspanik und alles, was dranhängt, sondern die selber ein entspanntes Verhältnis zur Geburt haben und einem dann was dazu erzählen können aus ihrer eigenen Erfahrung. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ja, sonst mache ich einfach mal weiter.
Ich bin echt gespannt, wann sie geboren werden, weil der Geburtstermin wird ja bei Zwillingen so 2 Wochen vor 40, also bei 38 Wochen festgelegt. Nicht bei 40 Wochen wie bei Einlingen. Und bei Einlingen gehe ich ja immer so statistisch ungefähr eine Woche drüber. Also wenn ich jetzt bei 38 den Termin ansetze und dann statistisch eine Woche drüber gehe wieder, würde sie bei 39 kommen. Aber ja, also das Spektrum, wann sie geboren werden können, ist ziemlich groß und das ist, finde ich, ein bisschen blöd zu planen. Und ich bin gespannt, wie es dann letzten Endes wird. Ja, das war mein Update zur 28. Woche. Bis dann. Tschüss.